Hallo, ihr lieben Kreativen. Ja, und was soll ich sagen? Schon wieder ein Haul, aber dieses Mal bin ich nicht ganz alleine schuld. Ich habe ja zu Weihnachten von meiner Freundin einen Gutschein gekriegt von Dani Poise. Und da ich sowieso so ein paar Sachen auf meiner Wunschliste hatte, die ich noch haben wollte, habe ich direkt gleich den Gutschein verwertet. Genau, und dafür ist er ja auch da, ne? Also, Farben wieder mal wieder. Aber auch noch ein paar andere Sachen. Ich kram hier einfach mal alles raus. So, und als erstes hier wieder diesen Werbezettel, den ganz niedlichen mit dem herzlichen Dank. Und gepackt wurde das Ganze wieder von Claudia. Das war beim letzten Mal auch schon so. Zwei Heftchen mit Inspirationen. Das eine noch vom Dezember. Das werde ich aber ja direkt wegtun. Und hier haben wir aber eins von Januar 21. Und ja, da werde ich gleich mal in Ruhe durchblättern. Aber erst zeige ich euch, was ich alles gefühlt habe. Fangen wir mal mit den bisschen spannenderen Sachen an. Und zwar Stencils von Tim Holz. Also Tim Holz gefällt mir sowieso total gut. Fast alles, was die machen. Und ich wollte unbedingt mal ein paar vernünftige Stencil haben, die dann auch ein bisschen teurer sind. Und da habe ich mir so ein Dreier-Set ausgesucht von diesen Mini-Dingern. Das sind dann diese welche. Ja, ich bin gespannt, wie unterschiedlich die sind zu denen von China. Weil ich sehe gerade, ich hoffe, dass das wirklich so sein muss. Aber es sieht für mich aus, als wenn das hier ein Fehler wäre. Ich glaube, ich gucke nachher nochmal nach, ob das so sein muss. Aber ich glaube, das Ding ist kaputt. Also es sieht mir aus, als wenn das nicht so gewollt ist. Ich glaube, das war einfach nur komplett dieses Muster, ohne dass hier Stellen, seht ihr das? Dass da Stellen kaputt sind. Da werde ich gleich nochmal nachgucken und wenn das komplett ist, dann werde ich das reklamieren. Ja, okay. Das waren dann halt diese drei Teile, die ich da mir bestellt habe. Können an die Seite. Das, was ich eigentlich haben wollte, das gab es nicht mehr. Da war ich auch richtig traurig. Aber dieses Set, was ich eigentlich ursprünglich mal haben wollte, gab es nicht mehr. So, und dann habe ich hier so eine Papierrolle. Schwupp. Und zwar ist das hier so ganz feines, dünnes Papier. Und ihr seht, man kann da auch ein bisschen durchgucken. Und ja, so, da fängt es auf jeden Fall an, sich zu wiederholen. So sieht das Ganze aus. Und das sind hier, glaube ich, 5 Meter mal 15,5 Zentimeter, wenn ich mich richtig erinnere. Die Lieferung ging auch echt schnell. Das war jetzt irgendwie vor zwei, drei Tagen, habe ich bestellt und dann heute schon da. Das ging jetzt rucki zucki. 6 Yards, 5,49 Meter. Und hier steht jetzt, sehe ich gerade nichts, aber ich glaube, es waren 15, irgendwas Zentimeter. Aber wir können es halt nochmal. Ja, genau, sind 15 Zentimeter. Ja. Ja, 15 Zentimeter. Ja, total schön, auch von Tim Holz. Übrigens, obwohl es hier gar nicht so wirklich drauf steht. Doch, da steht es. Genau. Ja, und dann habe ich mir wieder haufenweise Farben. Ich habe es gerade mit Farben, keine Ahnung warum. Aber die haben es mir gerade angetan. So, ja, und heute bin ich nicht so gut vorbereitet wie beim letzten Mal. Diesmal habe ich nämlich die Sachen noch nicht vorher ausgepackt. Letztes Mal hatte ich ja alles schon ausgepackt, damit es nicht so knistert. Aber ja, ich zeige euch natürlich gleich, was hier ist. Und ich glaube, ich mache mal kurz Pause. Ich mache mal die ganzen Plastikdinger weg. Das muss ich euch ja jetzt nicht antun. Und schnapp mir auch mal ein Papier und zeige euch die Farben gleich mal. Ich sehe jetzt schon, dass in der Kamera die Farbe überhaupt nicht so rüberkommt, wie sie in Wirklichkeit ist. Das ist nämlich in Wirklichkeit so ein richtig schönes, sattes Apfelgrün. So ein kräftiges Grün. Das sieht in der Kamera nicht so aus, wie es in Wirklichkeit ist. Das kann ich euch jetzt schon sagen, aber gut, macht nichts. Ich mache kurz Pause, ich mache mal die ganzen Plastikdinger ab
Und wir sehen uns gleich. So, erschreckt euch nicht. Ich habe jetzt nicht nur die Teile alle von ihrem Plastik befreit, sondern auch gleich ein bisschen was vorbereitet, weil ich die nämlich gleich auch ein bisschen ausprobieren will. Und dafür habe ich mir jetzt die Farben natürlich alle zurechtgelegt, habe mir hier auch Papier schon zurechtgelegt, habe mir ein Backpapier geholt, damit ich da ein bisschen drauf rumschmattern kann und meinen Schreibtisch nicht voll schmatter. Und hier habe ich dieses Aquarellpapier, was ich ja viel benutze in letzter Zeit. Also ich bin echt begeistert von diesem Block. Und ich habe da echt schon einiges von verbraucht. Und da ist aber immer noch wirklich einiges an Papieren über. Also das hält ganz schön lang. Der ist zwar nicht ganz billig, aber der hält auch wirklich lang. Also das sind diese Papiere, die habe ich mir geviertelt. Dann habe ich mir hier ein dickeres Kopierpapier genommen. Damit bastel ich sehr gern. Damit mache ich auch meine Mini-Alben. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe hier unten. Ja, hier habe ich, glaube ich, die Packung noch liegen. Ups. Oh, muss ich gleich, gleich mal vorkramen. Das ist ein bisschen schwieriger, weil das nämlich ganz schön groß ist. So ein ganz fettes Paket. Ich hole mir das immer von Staples. Und ihr seht, das sind 200 Gramm auf den Quadratmeter, also doch schon ein bisschen dickeres Papier. Ist aber ganz, ganz glatt und ist auch sehr schön dadurch für Handlettering geeignet, weil eben die Stifte da nicht so drauf zerfransen. Also auf dem Papier würden die ja zerfransen und auf dem, weil das so weich und glatt ist, passiert das nicht. Und hier habe ich noch so ganz stinknormales, dünnes Kopierpapier. Das ist ein Rest von gestern. Ich habe nämlich, das kam mal weg, einen Moment, schwupp. Ich habe ja gestern, also für mich gestern, ich weiß jetzt nicht, wann ich dieses Video hier hochlade, ich denke mal nicht so spät. Ich denke, ich werde das ziemlich zeitnah nach dem Aufnehmen auch hochladen. Habe ich ja so ein paar Papiere gemacht, zeige die gerade nochmal. Hier hatte ich ja auch mit diesem Aquarellpapier, hatte ich ja auch meine Mixed Media Sachen so ein bisschen ausprobiert. Und hier eben, ja, so ein paar Teile. Ich rausche die jetzt einfach nur mal durch, weil das jetzt gerade nicht das Thema ist. Hatte halt verschiedene Farben ausprobiert und verschiedene Techniken und so weiter. Und deswegen hatte ich die gemacht. Und aus einem habe ich dann jetzt tatsächlich mir schon ein Heftchen gemacht. Und zwar aus dem hier. Und da hatte ich nämlich dieses normale, ganz stinknormale, dünne Kopierpapier. Ich glaube, das sind ja nur 80 Gramm oder so, ne? Ja, kriegt das jetzt gerade hier nicht eins hinter auseinander. Wo ist das eins? Ja, das ist nur eins. Genau. Da hatte ich mir einige zurechtgeschnitten und habe die halt als Seiten in die Mitte getan und habe mir da eben, keine Ahnung wie viele, einfach zurechtgeschnitten. Und das hier möchte ich gern benutzen, um meine Nähideen reinzuschreiben. Dachte ich mir so, ach, das mache ich als einzelnes Heft. Erst wollte ich ja aus den ganzen Papieren immer mehr sammeln und mir dann daraus vielleicht ein Heft machen. Und jetzt habe ich es mir anders überlegt und habe halt hieraus schon ein Heftchen mir gemacht. Das hier ist so ein Restpapier. Da hat mir jemand mal in der Tauschpost, Goldbuddy, hat mir mal in der Tauschpost so, ja, Pappe mitgeschickt. Und da hatte sie was draufgeschrieben und so habe ich noch was von ihr. Obwohl ich es falsch rum gemacht habe, weil das war nämlich das Ende von dem Satz und das war nämlich hier dieses Ausrufezeichen mit dem Herzchen. Aber egal. Ja, so habe ich von ihr da auch noch was dran. Finde ich auch ganz süß. Genau, und da will ich halt, wie gesagt, so meine Ideen, die ich habe zum Nähen oder vielleicht auch mal meine Konfektionsgröße oder was eben so für mein Nähzimmer, habe ich mir das zurechtgemacht gestern. Genau. So. Genau, genau. Und jetzt will ich die Farben mal ein bisschen ausprobieren. Und anfangen tue ich mit denen hier. Und zwar sind das diese welche. Mal probieren, ob wir es hinkriegen, das scharf zu bekommen. Das ist ja immer mit der Kamera so ein Problem. Da haben wir es, jawohl. So sehen die aus, so heißen die. Und die haben sehr kräftige, leuchtende Farben. Hier habe ich es ja gerade schon gesagt. Das Grün wird nicht so richtig dargestellt. Ich gucke nachher mal in der Videobearbeitung, ob ich es ein bisschen besser hinkriege. Die Farbe wird fast genauso wiedergegeben, wie sie tatsächlich ist. Die irgendwie auch und die nicht. Ganz komisch. Weil das ist ja auch grün. Also eigentlich
da ist ja auch Grün drin, müsste eigentlich gleich, aber ist egal. So, das sind auf jeden Fall Acrylfarben, aber die haben nicht diese typischen Acryl-Eigenschaften. Also bei Acrylfarbe ist es ja ein bisschen immer so, wenn man die aufträgt, dass man dann so ein Gefühl, hat, als wenn man so eine Plastikschicht drüber gemacht hätte. Oder es hat halt so eine komische Haptik, Acryl. Und manchmal kann man ja auch auf Acryl nicht mehr so schön mit anderen Farben malen und so. Das funktioniert mit denen hier aber sehr wohl. Achso, ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken. Ist hier noch so ein... Ja, genau, das dachte ich mir. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ja, ihr seht es tatsächlich in der Kamera nicht so gut wie ich. Also das ist echt krass. Ich schmiere das hier auch gleich mal ab. Ja, ihr seht auch, ne, was das für eine Deckkraft hat. Und ich habe mir halt mit Absicht da so leuchtende Farben genommen oder ausgesucht. So, einmal Pinky. Jetzt mal gucken, ich habe mir hier schon so ein paar Teile zusammengelegt und ich benutze die immer kunterbunt für alle möglichen Farben. Also ich benutze die nicht nur für eine bestimmte Sorte von Farben, sondern ich benutze die tatsächlich für alle möglichen Farben. Wenn, ja, halt rosa zwar immer für rosa, aber halt nicht nur für Distress Oxide oder Inks oder was auch immer. Inks habe ich gar nicht. Ich habe auch keine Ink-Auffüller oder so von Ranger. Ist ja theoretisch hier alles, was hier an Farben ist, ist, glaube ich, wo sind die auch? Ja, die sind auch von Ranger. Das hier auch, also Tim Holtz Ranger, aber am Ende ist es ja immer die gleiche Firma. Und auch die hier sind übrigens von Ranger. Und das sollen so eine Glitzer-Dinger sein. Da werde ich gleich mal gucken. Gloss Spray, also die leuchten dann. Nicht leuchten im Dunkeln, sondern ja, die haben halt so einen Glanz, ne? So, aber wir fangen jetzt mal an mit dem hier und ich zeige euch gerade mal. Ich nehme hier mal die Farbe jetzt auf und fange hier mal an. Okay, ist schon trocken. Ja, das ist das Problem, die trocknen auch relativ schnell. Da habe ich zu viel gequatscht. Okay. Ups, das war so viel. Ich hoffe. So. Also ihr seht schon, das ist echt ein kräftiger Ton, obwohl der nicht komplett deckend ist. Das ist übrigens auch sehr, sehr gut, weil man dann nämlich zum Beispiel einen Stempel drunter machen kann, die Farbe drüber machen kann und je nachdem, wie intensiv man die Farbe dann drauf macht, umso intensiver hat man dann eben auch die Deckkraft. Also man kriegt es garantiert auch komplett deckend hin, aber nicht zwingend. Ich werde euch das aber auch gleich zeigen. Ich wollte jetzt nur einmal hier so ein komplettes Ding. Und die trocknen auch ziemlich schnell. Also habt ihr ja gerade schon gesehen, da bei dem Rest, was da war, dass das wirklich super schnell trocken war. Ja, und das finde ich schon als Hintergrund einfach genial. Da noch einen schönen Stempel drauf oder so durch diese Schwamm durch dieses, ja, wie ich es halt gestrichen habe. Dadurch finde ich schon, upsi, mega cool. Ja, und man kann eben auf diese Farben super halt mit anderen Farben, hier ist schon trocken, das war schon, färbt schon nichts mehr ab. Ja, dann schnappe ich mir mal schnell so ein, das hier, übrigens habe ich geguckt, gerade hier auf dem Bild, und das muss tatsächlich so sein, habe ich mich ein bisschen verguckt. Das muss tatsächlich so ein bisschen kaputt aussehen. Upsi, bitte liegen bleiben. So, hier müssen wir nicht alles wegwerfen. So, da bin ich jetzt ein bisschen verrutscht, aber das macht ja nichts. So, muss ich jetzt nicht zu viel Farbe hier wegdonnern. Und so kann ich die Stencils auch gleich ein bisschen ausprobieren. So. Boah, cool. Gefällt mir richtig gut. Finde ich mega. Und ja, ich denke mal, dass man die Farben, ich muss jetzt mal gucken, wie die mit Wasser reagieren. Ja, wundert euch nicht, ich habe hier von Glisscur mir da so ein Ding mal zurecht gemacht und habe das mal. Also ich weiß, dass man mit wasservermalbaren Farben da drauf, ja, seht ihr, es ist fest, selbst wenn man mit Wasser
drüber geht, ganz, ganz wenig, wird abgelöst, aber es ist fest. Also man kann das mit Wasser dann nicht mehr aktivieren oder reaktivieren. Und jetzt will ich mal hier probieren, da ein Stempelchen drauf zu machen. Dann suche ich mir gerade mal, ich bin total verliebt in diese Meerjungfrau. Mal gucken, ob die hier drauf passt. Also ja, passt auf jeden Fall. Aber so, und dann kann ich euch das gleich mal zeigen, wie es dann aussieht, wenn ich vorher gemalt habe und dann drauf stemple und wenn ich erst stemple und dann drüber male. Auf einem Papier quasi. Dafür schnappe ich mir wieder meine Stempelhilfe. Das geht einfach am besten. So. Ich habe auch hier meine Magnetis. So, die setze ich mal ein bisschen weiter hier rüber, da wo auch die Farbe ein bisschen kräftiger ist. Und nehme natürlich ein Schwarz. Ganz klar. Ich könnte jetzt natürlich auch mit einer Farbe da irgendwie drauf gehen, aber ich möchte gerne Schwarz haben, weil Text und so, also weiß nicht, nicht alle Stempel natürlich, aber viele Stempel stempelt man ja doch in Schwarz. So, sieht gut aus. Und dann nehmen wir uns die. Hier unten kann ich mir vorstellen, dass es nicht richtig drauf ist, wegen dem Magneten, das macht aber nichts. Jetzt bin ich hier kurz verrutscht, das soll natürlich nicht so sein. So, yippee, sieht gut aus. Ja, und da seht ihr schon, was die gerade mal hier drin, vielleicht benutze ich die gleich nochmal, wie das jetzt auf der Farbe gestempelt aussieht. Und jetzt seht ihr hier, ist ja ganz kurz ein bisschen trocknen. Und dann nehme ich hier ein Gelb vielleicht und pinsel da einmal mit drüber. Und da mache ich es jetzt aber mal anders. Ich mache das Ding gleich mal ab. Nehme hier gleich das Gelb und schmiere das dann direkt gleich auf dem Teil hier ab. So, Schwabi. So, ja, Gelb. Und gehe hier auch direkt gleich drauf und zeige euch, wie das dann aussieht, wenn man mit der Farbe jetzt hier drüber geht und auch über die andere Farbe, also seht ihr dann, ganz gut, wie die auch miteinander reagieren. So, ich schraube das auch mal vorsichtshalber gleich wieder zu, nicht, dass mir das hier eintrocknet. Ja, und so sieht es dann aus, wenn man mit ganz, ganz viel Farbe da drauf geht. Na komm, mit scharf. Also ich habe vorhin festgestellt, wenn man ganz, ganz nah rangeht, dann geht es noch besser mit dem Scharfstellen. Ja, so sieht es aus beim oben drüber stempeln auf die Farbe und so ist es dann, wenn man ganz viel Farbe nimmt und wenn man halt weniger nimmt, logischerweise dann. So, und ihr seht hier, sind die Pünktchen auch orange geworden und sind nicht mehr rosa. Ja, cool. Finde ich so schon gar nicht schlecht. Würde ich noch mit einer anderen Farbe ein bisschen dran rummalen und dann ist gut. Was ich jetzt aber nochmal ausprobieren will, ist diese Dinger hier. Dieses Glossy Spray, und das habe ich selber auch noch nicht ausprobiert. Ich muss auch noch mal gucken. Ah, hier kann ja gar nichts drin sein, weil. So. Ja, jetzt bin ich einfach mal ganz mutig und sprühe einfach mal irgendwie drauf. Dann nehme ich es noch mal ein bisschen runter von der Dame, vom Gesicht. So. Und das verläuft. Ich werde das kurz einmal föhnen. Ich drücke es mal ein bisschen runter, dass die Farbe da auch ruhig drauf bleibt. Ja, ganz trocken ist es natürlich noch nicht, aber
so ziemlich und man sieht da, seht ihr das? Da ist so ein Schein halt drauf. Da ist dann quasi dieser Plastiküberzug, den ich ja mit den Farben hier nicht haben wollte. Der kommt dann da quasi drauf. Ja, ich gucke gerade mal, ich habe jetzt ein bisschen, da geht es noch ein bisschen ab, weil es da ziemlich dick war. Aber das andere, also da sieht man schon. Das ist ja, ich weiß, ich muss mal irgendeine andere Lösung, glaube ich, mit meinem Licht auch finden. Und ich habe mir überlegt, vielleicht muss diese Kamera noch ein bisschen weiter hoch. Vielleicht funktioniert es dann besser. Ja, man sieht es leider nicht so gut, wie man es sehen sollte. Ja, das kommt jetzt, weil ich es mit dem Tuch da abgenommen habe. Ne? Man sieht auf jeden Fall, dass es schon erhabener ist. Dicker. Und ja, wenn ich es mir jetzt hier ins Licht halte, bei euch glänzt das komplette Papier, bei mir aber nicht. Bei mir glänzen tatsächlich nur diese Punkte. Genau. So. Und ja, die Dinger hier, die kennt ihr ja schon. Das ist ja jetzt nichts Neues. Das sind ja diese, wo man halt. So, da passiert jetzt schon was. Dann kann man ja hier direkt auf den Dings malen. So. Und das reagiert ja aber auch mit Wasser noch. So. Drauf lassen. Sieht man schon, wie es reagiert. Und ja, wenn ich es jetzt abtupfe, dann habe ich hier. Dann kann man damit die Farbe wieder hochnehmen. Genau. Ja, also wie gesagt, die sind jetzt, die kennt man ja schon, die Paint. Für die, die es noch nicht kennen. Also. Ja, und da habe ich mir was genommen, wo ich mal dachte, ja, das ist mal so ein bisschen schön so für dieses Vintage, was ich gerade total mag. Und ja, das sieht ja jetzt auch sofort aus wie ein mit Kaffeesatz behandeltes Papier. Genau. So, dann habe ich mir noch Weiß endlich mal bestellt. Und zwar, das mache ich mal auf dem hier gerade. Das ist ziemlich viel. So, ich habe nämlich ganz, ganz viel und ganz, ganz oft schon gedacht, ach, jetzt hätte ich da gern so ein paar weiße Sprenkel drauf. Und ja, habe aber kein Weiß. Und das ist jetzt aber einfach nur ganz normale weiße Farbe, die auch, glaube ich, mit Wasser dann wieder ablösbar ist. Weiß ich gar nicht genau. Müsste ich mir selber noch mal genauer angucken. Aber ich wollte einfach mal was haben, wo ich dann halt weißdeckend ja, mal so ein paar Spritzer halt drauf machen kann. Und das ist dann, wie gesagt, dieses hier geworden. Los, stell scharf. Ich weiß, du kannst das. Ich glaube an dich. Er will einfach nicht, ne? Doch, jetzt. Ne? Ja, genau. Picket Fans, glaube ich, wird es ausgesprochen. Spray, Teil 4. Komm, wieder scharf, los. Genau. Das ist es. Ja, wie gesagt, ich wollte halt unbedingt mal was haben, wo es ein bisschen mit Weiß, wo ich mal so weiße Sprenkel mit drauf kriegen kann. Und ja, jetzt kann ich auch mal ein anderes Papier vielleicht benutzen. Und noch mal eine andere Farbe. Also es geht mir hier quasi für mich gerade hauptsächlich darum, mir hier diese Paints auszuprobieren, weil ja, ich die halt noch gar nicht habe, noch gar nicht gesehen habe. Aber auch diese dieses Boys hier sind auch interessant für mich gerade. So, ziehen, wieder gleich hier drauf schmieren. Zack, ja, wenn man da so Farbe abkriegt, dann besser gleich mit einem feuchten Tuch, bevor es trocken wird, gleich abmachen. So, ich mache das gerade mal schwupp, wo ich mal ein bisschen mehr Farbe. So, ich mache auch den Deckel noch nicht ein. So, ja, und ihr seht, da habe ich jetzt natürlich auch viel Farbe genommen, aber ja, das ist jetzt dieses ganz normale Kopierpapier, was halt dieses dicke ist, dieses 200 Milliliter.
Ja, und das geht auch wirklich auf unbehandeltem Papier. Einfach wirklich super. Und es fühlt sich auch überhaupt nicht an wie Acrylpapier, wie Acrylfarbe. Also es fühlt sich einfach immer noch an wie normales Papier. Also es ist jetzt, hat nicht die ganzen Poren verschlossen und so. Also es, das Papier kann immer noch was aufnehmen. Das ist das Coole. So, und der gibt jetzt auch schon keine Farbe mehr ab hier oder fast keine. Schon wieder fast trocken. Ja, es geht wirklich so, so, so schnell mit dem Trocknen. Also man muss dann auch schon ein bisschen zügiger arbeiten. Aber das macht ja nichts. So, ich werde jetzt, glaube ich, mal das Schwarz benutzen. Dann muss ich mal gucken, wo ich hier... Ich habe hier, glaube ich, gar kein großes Schwarzes. Für Schwarz habe ich hier nur das Kleine. Aber das macht ja nichts. Dann nehmen wir halt das. Ja, ich muss mir unbedingt mal mehr von diesen Plastikteilen da besorgen. Habe ich Plastikteile gesagt? Ich meine von diesen, ach, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Teile hier halt. Kommt man gerade nicht drauf. So, ein bisschen schwarz. Ja, seht ihr, wie krass das dann auch, wenn man will, tatsächlich deckt. Ja, wie gesagt, ein bisschen zügiger arbeiten, dann kann man noch ein bisschen, aber auch nicht mehr viel, da war es schon wirklich sehr trocken. Ja, jetzt lässt es sich schon nicht mehr groß vermalen. So. Ja. Zack. Deckend und trocken und dann eben doch auch ziemlich weit deckend. Ne? Also da blitzt es schon ein bisschen durch, aber nicht wirklich viel und ist nicht mehr, ich noch ganz, ganz bisschen ab. Ja, das war's. Mehr kommt nicht raus. Aber ich habe gesehen, wie wenig ich davon genommen habe. Und das hat so krass gedeckt. Ne? So, dann, wenn wir schon mal dabei sind, ein bisschen Gelb. So, zack. Ich mache das jetzt einfach immer so. Das ist für mich hier gerade am einfachsten. So, dann gehen wir hier mit dem Gelb. Für mich, mir ist auch immer wichtig für meine Hintergründe und so, wie verhalten sich die Farben dann miteinander, mischen die sich dann, also man sieht ja, dass die Farben sich wirklich nicht mehr vermischen, weil es halt wirklich komplett trocken ist, aber man kann halt mit anderen Farben drüber gehen und dadurch verändert sich die Farbe natürlich auch wieder und ja, schon wieder trocken. Ziemlich cool, wenn man da jetzt noch weiße Sprenkel drüber macht, sieht es bestimmt gut aus. Und das werde ich mal probieren mit diesem Glitzer-Dings hier. So, das hier unten gefällt mir überhaupt nicht. Da muss ich nochmal irgendwas machen. Ich glaube, ich nehme aber nochmal die Farbe hier. Zack. Das Ding hier ist ein bisschen. Das ist so ein Billigteil gewesen und. Das merkt man den Sachen auch immer. Oh, nein, ich muss wirklich das andere Teil nehmen, ne? Weil ich kommt immer viel zu viel raus. Ich habe wieder viel zu viel genommen. Na gut. Muss ich nicht mehr ändern. Muss ich halt gleich nochmal mit Gelb drüber gehen. Ja, jetzt ist natürlich zu viel Blau. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das... Ich glaube, ich mache das immer so, dass ich das abschraube und dann habe ich nicht so ein Geklicker hier. Und man kann das mit den Dings schlechter dosieren, als wenn man es einfach Blase geht weg, als wenn man es hier einfach so zack wieder rein gut ist. Ja, ich glaube, ich schraube mir die immer auf.
Das funktioniert für mich besser, ja. Aber ich zeig's euch jetzt nochmal, da war ja doch ziemlich viel Farbe, aber... Ja. Nicht überall. Ich gehe einfach überall drüber und gehe dann mit Geld nochmal drüber. Auch Quatsch, ne? Aber egal. Muss ja nicht immer alles Sinn ergeben, damit es am Ende schön aussieht. Ein bisschen mehr verblenden. Zack. Und ja, kurz trocknen lassen. Man weiß immer gar nicht, das ist. Aber guckt euch das an hier, ne? Für Acrylfarbe. Seht ihr, was ich meine? Das ganze Papier, das kommt kein Knistern, kein. Kommt nicht dieses typische Acrylfarbengeräusch. Sondern, und es fühlt sich immer noch wie dieses weiche Papier an, was es vorher auch war. Dieses weiche, glatte Papier. Ja. Und hier fühlt sich es immer noch an wie dieses Aquarellpapier. Also echt einfach nur cool. So. Ja, sorry, das war gerade eine Nachricht. Das kann ich irgendwie immer, weiß ich gar nicht, kann ich das ausschalten? Doch, vielleicht kann ich es auch ausschalten. Dass ich die Moni, doch klar, ich kann die Desktop-Geräusche hier ausschalten. So, mache ich gerade mal, bevor hier noch mal irgendwas kommt, mache ich mal die Desktop-Geräusche weg. So. Okay, das war anscheinend noch zu wenig Farbe. Ihr seht, da, guck mal, da ist sogar noch was von dem anderen abgegangen. So. Oh, jetzt habe ich gerade das Gefühl, dass ich mehr Farbe abnehme als drauf geht. Okay, das wundert mich jetzt, weil eigentlich, ja, guck mal, verwundert mich sehr. Ich dachte eigentlich, dass wenn das jetzt trocken ist, dass ich da immer und immer wieder neue Farbe drauf packen kann. Aber anscheinend, vielleicht war es auch noch nicht richtig trocken. Ich föhne einmal ganz kurz. So, ich habe einmal geföhnt. Jetzt werde ich nochmal gucken. Achso, ja gut, ist egal. Ich muss das ja auch hinkriegen, dass es so funktioniert. Ah, funktioniert doch. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt hätte ich eigentlich mal ein neues nehmen müssen, um zu sehen. Ja, aber so wirklich drauf kommt das Gelb nicht. Also irgendwie kommt hier Weiß wieder durch. So, drück mal hin. Ja, wie gesagt, also es fühlt sich an, das sieht so aus für mich, als wenn da jetzt immer mehr Weiß kommt und die Farbe abnimmt. Oh, ein Herzchen. Aber anscheinend nicht. Also. Na doch, nimmt er schon wieder an. Ja, die kreisenden Bewegungen waren jetzt da nicht so toll. Aber an der Stelle, obwohl hier hinten sieht man beim Papier jetzt nicht wirklich viel, aber das Papier hat sich jetzt schon ganz schön voll angefühlt. So, und jetzt interessiert mich natürlich wieder die Stempelgeschichte. Da werde ich jetzt mal gucken. Die Dame jetzt hier drauf, oder ich kann ja auch mal einen anderen Stempel benutzen, weil ich immer die Meinungsfrau benutzen. Und jetzt hier auch einfach mal so ein. Ach, hier nehmen wir mal diesen Text. Wir rum das jetzt richtig rum. So. Ich packe es mal hier so. Ja, nicht ganz aufs ganz helle, aber auch nicht aufs dunkel. Schwarz wird es ja nicht bringen, mit schwarz auf schwarz, aber ja, hier so hin. Achso, wo ich meinen schwarzen Stempel. Das ist dann, wenn man den einmal woanders hinpackt, ne? Alles seinen Platz hat. Oh,
ich muss den mal wieder auffüllen, hier den schwarzen. Am Rand ist er noch super, aber in der Mitte lässt er, glaube ich, langsam ein bisschen nach. Muss man in der Mitte noch ein bisschen Farbe drauf machen. So. Tada! Oh, cool. Stempelfarbe hin. Das jetzt also, ja. Na, guck mal, wenn das nicht geil aussieht. Sehr, sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Na, Stempelfarbe noch nicht ganz trocken. Das macht nichts. Sieht wirklich schicki aus. Oh, bitte. Stell dich doch mal scharf, danke. Sag ich ja. Ich habe das heute irgendwann festgestellt, dass wenn man da ganz, ganz, ganz nah dran geht, dann kriegt er das komischerweise wieder gut hin. Ja. Sieht doch wirklich schick aus, finde ich. Sehr schick, sehr schick. Ja. Theoretisch habe ich ja jetzt alles einmal so ein bisschen durchprobiert. Ja, was ich hier jetzt noch mal machen könnte mit dem weißen Glitzerspray, gehe ich hier jetzt einmal drüber. Das interessiert mich jetzt. Ja, ihr hört das mit Kugel. Schüttelt man mal vorsichtig ordentlich, dass er zum ersten Mal benutzt wird. Und sprühe auch vorsichtshalber. Aha, okay, oh krass. Da muss man, glaube ich, sehr weit weg. Okay. Gefällt mir gerade nicht so. Probiere das nochmal aus, bevor ich das jetzt hier direkt aus Papier mache. Wäre jetzt auch schade, diesen schönen Hintergrund komplett zu versauen. Ah ja, so ist ein bisschen besser, aber immer noch nicht wirklich gut. Ist immer noch ganz schön viel. Ich möchte eigentlich nicht so eine fetten Pille, also nicht so, müsste mehr verteilt sein. Ja, geht, aber ist ganz schön viel. Also man muss es echt weit weghalten. So, und das lasse ich jetzt aber mal ganz in Ruhe trocknen, ohne da jetzt groß was zu machen, weil ich jetzt mal wissen möchte, wie dann wirklich dieser Glanzeffekt ist. Aber sieht immer noch cool aus. Also für so eine Schneegestöberkarte oder so kommt das ja richtig gut, ne? Ja, ich finde es immer noch richtig schön. So. Wow. Einfach nur wow. Dann müsste man glatt von der anderen Seite noch. Muss man. Ups. Naja, okay. Also die ganz fetten möchte ich mal ein bisschen dünner machen. Aber ansonsten habe ich jetzt wirklich nur ganz vorsichtig drauf gedrückt. Ja, sieht schon nicht schlecht aus. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt wirklich wissen, ob die dann so glitzern oder nicht. Decke von. Und was bist du denn? Ach so, von dem Weiß hier hinten. So, der Deckel ist hier dran. So, was ich euch mit den Farben hier noch zeigen wollte, man kann die auch mit der Rolle auftragen. Und ich nehme jetzt einfach mal ein Stück normales Kopierpapier. Und nehmen wir mal wieder hier das Pink. Ich habe hier mal ein bisschen was. Oder kann ich klicks direkt aus Papier packen. So, genau. Dann nehme ich die Rolle. Und war doch ein bisschen zu gekleckst. Muss man vielleicht ja hier drauf. Also für die Jelly Plate würde ich diese Farben, glaube ich, nicht benutzen.
Dafür trocknen sie mir zu schnell. Ah ja, seht ihr, so ist es doch schon. So ist der Effekt, den ich wollte. Aber ich glaube, man braucht auch gar keine Jelly Plate für diese Farbe. Das kann man auch so hinbekommen. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, wenn ich mir jetzt hier diesen Stencil schnappe und jetzt hier eine andere Farbe benutze. Jetzt liegt es natürlich an mir, dass ich das gut festhalte, vernünftig festhalte. Gucken, ob es durchkommt oder ob die Farbe da gar nicht bis zum Dings kommt. Ach, oh Gott, da. Und dann kann ich natürlich auch das Negativ, ne? Richtig, richtig, das nicht überringen. Ja gut, das sieht nicht ganz so schön aus, aber das macht nichts. Ja. Ja, die Farbe muss man natürlich auch sofort hier wegmachen, sonst wird man die auch nicht sauber kriegen. Das habe ich hier auch schon bei dem vorhin gar nicht drüber gewischt. Das auch doch, geht aber trotzdem noch sauber. Ja. Okay, hätte ich nicht gedacht, aber das kriegt man anscheinend doch ganz gut wieder sauber. So, das Feuchttuch. Ja, und hier habe ich ja jetzt dann noch dieses Muster. Die ich jetzt hier mal drüber. Sieht auch nett aus. Ja, und hat auch tatsächlich direkt gleich ein bisschen was so von Jelly Plate Papier, ne? Das hier sieht ein bisschen aus wie eine Hand. Den Daumen. Ja, also das funktioniert halt auch mit der Rolle. Kann man da auch so verschiedene Techniken machen. Und das ist hier nur ein ganz stinknormales 80 Gramm Kopierpapier. Ne? Und ihr seht, nicht durchgegangen oder so. Und das war mir wichtig, oder das ist für mich wichtig, weil ich möchte diese Farben hauptsächlich in meinen Journals benutzen. Und das war eben genau für mich wichtig, dass das halt nicht durch die Seiten durchgeht und dass ich trotzdem dann noch was obendrauf machen kann. Das war mir jetzt besonders wichtig und das funktioniert auf jeden Fall. Es kommt nicht durch auf die andere Seite, es sei denn, ich klecker hier auf der Matte rum und lege das Papier rein. Dann vielleicht schon, aber ansonsten bleibt es auf der anderen Seite so, wie es ist. Und ich kann jetzt mal zum Beispiel den Tombow nehmen und dann ein bisschen draufschreiben. Funktioniert. Genau. Und kann man auch mit einem ganz anderen, nicht so kräftigen. Oh. Oh, ich glaube, der stand zu lange. Da ist die ganze Farbe nach unten gelaufen. Der stand zu lange nach unten. Mit einem Köpfchen nach unten. Eigentlich soll man den Stift ja auch hinlegen, aber oder ist der komplett ausgetrocknet? Extra Papier hier ausprobieren. Okay. Ah, guck mal hier, der hat hier ein bisschen von der blauen Farbe aufgenommen. Ist ja witzig. Okay, also der scheint hier mit dem zu reagieren. Interessant zu wissen. Dann nehmen wir doch mal hier den schönen Füller. Probieren wir es mal damit. Wenn er dann schreibt. So, jetzt schreibt er.
wie ihr seht, kann man da super drauf schreiben. Man erkennt alles noch, wie man es erkennen soll. Mit Tintenfüller und mit allen möglichen Stiften. Bis auf anscheinend dem Grauen von Dings, das scheint nicht zu funktionieren. Jetzt gucke ich mal die hier. Das waren ja so Stifte von Miss Fruchteis. Weiß ich gar nicht mehr. Jetzt muss ich jetzt erstmal gucken. Genau, das waren, glaube ich, wie Filzstifte nur. Genau, nur mit einmal fein und einmal links. Aber ich möchte den. Ja, kann man auch super sehen. Das interessiert mich mal. Ich habe hier nämlich von denen auch noch einen grauen, wie der ist. Na, komm her. Okay, den erkennt man jetzt nicht wirklich darauf, aber er hat auch die Farbe nicht angenommen. Also das scheint wirklich eine Sache von dem zu sein, von dem Tombow. Also man erkennt ein ganz, ganz bisschen, aber naja, also man kann schon lesen, ne? So ist es nicht. Aber man muss sich schon sehr, man muss schon genau wissen, wo es ist, um es zu erkennen. Kann man Geheimschrift drauf machen. So. Natürlich wieder schön voll gesaut, hier hauptsächlich mit Weiß. Ah, gut. Ja, also es funktioniert auf jeden Fall, auf diesen Farben zu schreiben mit verschiedenen Stiften. Und das ist halt genau das, was ich möchte. So, und jetzt gucken wir mal hier. Ich gucke mal für mich. Jawohl, für mich. Ich sehe es, dass die auf jeden Fall so einen Schein, also so einen Glanz haben. Ihr werdet es wahrscheinlich wieder nicht sehen. Seht ihr es? Ja, ist natürlich bei dem Licht jetzt auch ein bisschen doof, aber vielleicht erkennt ihr es. Also ich finde auf jeden Fall, dass es echt schick geworden ist, bis auf diese beiden Klexis hier. Aber gut, kein Weltuntergang. Sieht wirklich schicki aus. Sehr schönes Hintergrundpapier geworden. Mal gucken, was daraus mal wird. Ja, das fliegt natürlich im Müll, obwohl ich diese Hand hier mit den zu vielen Fingern irgendwie lustig finde. Wegen diesem Daumen hätte. Ne? Ja, aber es fliegt natürlich trotzdem in den Müll. Aber ja, hier kann man auf jeden Fall, das waren ja die hier, ne? Kann man auf jeden Fall noch was draus machen. Sehr, sehr schick. Ja, und hier werde ich natürlich auch mal was machen. Achso, hier kann ich nochmal gucken, obwohl wir es hier ja eigentlich schon gesehen hatten, wie der Stempel auf dem auf der Farbe aussieht. Ach, ich glaube, ich lasse es einfach erstmal so. Vielleicht mache ich da nochmal irgendwas anderes mit. Man sieht wirklich ein bisschen aus wie Watercolor und hat aber überhaupt nichts mit Wasser zu tun gehabt. Und da seht ihr auch tatsächlich bei dem Weiß endlich mal ein bisschen, wie es schimmert. Ja, genau. Ja, ihr Lieben, habe ich meine Sachen gleich ein bisschen ausprobiert. Ich hoffe, euch war nicht total langweilig. Also wenn, dann habt ihr ja sowieso ausgeschaltet. Also für alle, die bis hier mit durchgehalten haben, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, euch ein bisschen inspiriert zu haben. Vielleicht findet ihr die Farben ja jetzt auch cool und sagt, ey, kann ich gut gebrauchen. Ich mache selber Journaling. Art Journaling oder was auch immer. Für Art Journaling funktioniert es bestimmt noch, also hat man wahrscheinlich noch mehr Verwendung als ich jetzt hier für mein Bullet Journal. Wahrscheinlich wird man es für Art Journal noch besser benutzen können. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen super schönen Tag noch, eine gesegnete Zeit und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Tschüss!